ich war auf der Schauspielschule hier in Hamburg bei Professor Eduard Marx. Wir durften mal bei Grundriss auf der Bühne stehen, Faust 1 und Faust 2, ohne einen Satz zu sagen, durften wir dabei sein, haben gelernt. Und dann kam die erste Chance. Ein großes Fernsehspiel, Untergang der Freiheit. Ich war 19 Jahre alt und ich sollte eine Seemannsfrau spielen. 19 Jahre, eine Mutter. Nein, alle. Eigentlich war ich nur Jungfrau. Aber ich habe gar nicht gefragt danach. Ich habe gesagt, wenn man mir das zutraut, dann mache ich das einfach. So, nun habe ich diese Rolle gespielt. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Und es gab eine Szene. Da sollte ich von einer Treppe herunterkommen. Und dem Vater, der unten lag, es war eine Generationsgeschichte, ein Konflikt zwischen zwei Generationen. Die alte Generation wollte gerne die freie Schifffahrt haben und die junge wollte angestellt sein, weil kein Kind war, um frei zu sein, um eben nicht abhängig zu sein. Und ich spielte eben die Frau von Heinz Reinke und hatte zwei kleine Kinder. Jetzt kam eben diese Szene, der Vater war unbedingt ernannt dafür und die junge Frau hatte also die Chance zu sagen, wenn der jetzt stirbt, dann sind wir frei. Nun kam ich die Treppe herunter. Ich weiß, das war, damals hieß das noch NWDR und Hans Fahrenko war der Regisseur. Kam ich die Treppe runter, sah ihn und streckte mich an, die Treppe runterzugehen, das Kissen zu nehmen. Und dann das Kissen auf das Gesicht zu drücken. Auf einmal hörte ich einen Schrei. Mensch, kneifst du die Arschbacke zusammen? Und da stand ich da. Hatte eine unheimliche Spannung im Körper. Und dann ging ich eben zu die Treppe. Ja. Mit Spannung. So. Und ich denke, diese Spannung, die haben nach Hause wir gehen. Und dann rufe ich dich an, wenn ich zu Hause bin. Okay. Bei weil ich glaube nicht, das ist sehr lang. Die Nominierten von den Newcomern. Ich denke, das ist eine kleine, nette Geschichte. Die kann man sich merken. Man sollte auch den Regisseur hören. Also, ich freue mich, dass ich den Finalisten vorstellen darf. Der Newcomer. Okay.